Servus, Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut und heute geht es um diese ganz bestimmten Freunde, von denen garantiert jeder von euch da draußen einige selbst im Freundeskreis hat. Das sind dann genau die Personen, die mit einer besonders positiven, aber auch negativen Eigenschaft herausstechen. Und wie schon gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder von euch da draußen die ein oder andere Freundesart wiedererkennen wird aus seinem eigenen Freundeskreis. Und bei den Arten, die ich mir rausgesucht habe, war mir in erster Linie wichtig, dass ich diese selbst in meinem eigenen Freundeskreis habe. Das heißt, alle, die ihr jetzt hört, die sind auch in meinem Freundeskreis vertreten. Und dann würde ich mal sagen, let's go! Der Fotoruinierer. Ja, diesen Typen kennen wir garantiert alle. Und zwar tritt er immer wieder dann auf, wenn es irgendwie ein wichtiges Foto zu machen geht. Sei es auf einer Veranstaltung, auf einer Feier oder sonst wo. Wenn wir schon dabei sind, können wir noch ein Foto machen. Ja, Selfie. Okay, komm. Und ihr wisst es, Freunde, alle auf dem Foto haben sich perfekt positioniert, das Bild würde Hammer aussehen, aber genau diese eine Person schafft es nicht. Entweder zieht sie eine Grimasse, stellt sich falsch hin, schaut aufs Handy runter oder macht sonst was. Der den Joke nicht checkt. Ey, ich muss dir unbedingt einen richtig geilen Witz erzählen. Was ist das Gegenteil von Japan? Keine Ahnung. Nein, Pan! Ach so, ne? Wegen den zwei Leuten. Yeah. Da. Dieser Typ Freund hat allerdings auch noch was ziemlich Lustiges an sich. Ich meine, er kriegt den Joke nicht. Soweit sind wir schon. Allerdings ist es dann auch ziemlich lustig, sich über diese Person lustig zu machen, dass sie den Joke erst später verstanden hat. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Der Alkoholbeauftragte. Das ist wirklich eine Kunst und ich glaube, irgendwie der Alkoholgott da oben sendet an jede Freundesgemeinschaft eine Person runter, ein Jünger, und beauftragt ihn, die Alkoholreligion unter allen Unwissenden zu verbreiten. Jetzt sind wir schon die ganze Zeit hier, also du kannst doch nicht einfach nichts trinken, oder? Das Zeug da. Trink doch mal eine Flasche Milch. Nee, ich glaube nicht. Komm, ja, besser als eine sind immer noch zwei. Das ist richtig gut gegen die Haut. Hier hilft gegen die Haut. Drei sind immer besser als zwei, aber weil eins ist noch nicht so, ne? Gerne. Das ist auch gut für die Mundflora, wenn du beide auf einmal machst, dann werden beide Backen durchgespült. Echt? Ja, mach mal. Komm, ich zeig dir das kurz, wie das funktioniert. Achtung! Und in meinem privaten Freundeskreis gibt es genau drei Stück davon und alle lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Ich glaube, das sind so Unterreligionen. Der eine möchte, dass ich Alkohol trinke, einfach nur so, damit ich Alkohol trinke. Gibt keinen Grund. Der andere möchte, dass ich Alkohol trinke, um Spaß zu haben. Und der letzte möchte, dass ich Alkohol trinke, wahrscheinlich, weil er mich abstürzen sehen lassen möchte, haben sein müssen können. Ich glaube, ich bin verwirrt. Der Beste. In diese Kategorie muss ich mich leider Gottes selbst einordnen, ohne mich jetzt irgendwie gut darzustellen, bin ich der Meinung, dass man mit mir ziemlich viel Spaß haben kann. Das hört sich jetzt falsch an. Aber auf jeden Fall habe ich ziemlich viel Quatsch im Kopf und mache jeden Scheiß mit und meine privaten Freunde kennen mich. Und ich habe zwei Freunde, mit denen man wirklich alles mögliche Witzige machen kann und mit denen das Leben wirklich doppelt so lustig ist. Und mein restlicher Freundeskreis ist eigentlich auch so aufgebaut, dass man ziemlich viel Spaß haben kann. Das hört sich schon wieder falsch an. Aber garantiert kennt jeder von euch da draußen diesen einen Freund, mit dem man wirklich alles machen kann, mit dem alles sackwitzig ist. Sogar wenn man in die Bücherei geht, wird's funny as hell und ja. Der Perverse. Und zwar ist es, glaube ich, sogar schon ein Talent. Es gibt einfach Leute, die fassen alle möglichen Wörter auf und Sätze, die einer sagt, und drehen sich zu irgendetwas Perversen, Dreckigen oder sonst was. Heute Morgen, da war ich beim Bäcker. Da war so eine lange Schlange. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir vorstellen. Lange Schlangen, damit kenne ich mich aus. Auf jeden Fall wollte ich dann die Müsli-Schlange essen und dabei das neue Video von Dagi. Sie hat in dem neuen Video ein... Der viel frisst, aber nie zunimmt. Ich meine, ihr kennt es doch, Freunde. Normal müssten sie so aussehen, sehen aber so aus. Das ist doch unfair. Und die essen und essen und essen. Und wenn ihr weggeht, essen die eine Pizza, Popcorn, Burger und sonst was. Und ihr sitzt da mit eurem Wasser und nippt ein bisschen dran. Und auf der Waage habt ihr dann ein Kilo mehr. Und die gönnen sich dann einfach mal was und haben nichts. Der zu spät komme. Ey, wo bleibst du denn? Wir haben doch gesagt 16 Uhr, Mann. Wo bleibst du? Und es ist tatsächlich so, dass ich der Freund bin, der immer zu spät kommt. Also, wenn ich mit irgendwelchen Kumpels was ausmache und wir treffen uns um 7 Uhr, kann jeder schon mit einrechnen, dass ich erst um 7.15 Uhr komme. Oder noch später oder sonst was. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das schon mehrmals in dem Video erwähnt. Ich komme einfach generell zu spät. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Fehler hier oben drin. Creativity overloaded und ich weiß es nicht.
Ja, Friends, jetzt kennt ihr die besonderen Typen aus meinem Freundeskreis und jetzt würde ich gerne mal von euch da draußen wissen, welche habt ihr denn wiedererkannt? Ab damit in die Kommentare oder gibt es auch noch welche, die ich vergessen habe, die ganz besonders rausstechen aus eurem Freundeskreis? Auch ab damit unten rein. Dann würde ich mich, wie gesagt, über ein Däumchen nach oben freuen, wäre eine super Unterstützung. Danke nochmal an jeden, der das macht. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenlos machen. Das heißt, ihr bleibt immer auf dem Laufenden und bekommt immer mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Das könnte ganz schön interessant werden. Und für alle, die jetzt noch weitere Videos schauen möchten, die können das natürlich jetzt gerne tun. Und zwar kommt ihr hier zum Video Kindheit vs. Erwachsensein. Wer da gewinnt, müsst ihr entscheiden. Oder ihr gönnt euch hier die Arten von Profilbildern bei Mädchen Teil 2. Beides sehr sehenswert. Und für alle, die mobil unterwegs sind, das heißt am Smartphone oder Tablet, stehen die Links auch unten in der Beschreibung. Ihr könnt auch gerne mal in meinem Shop vorbeischauen. Dort gibt es meine Friends-Bänder. Und ja, auf meinen Social-Media-Plattformen könnt ihr mir gerne folgen. Twitter und alles ist unten in der Infobox. Und dann sieht man sich im nächsten Video, Friends. Ciao!